Hallo, ich grüße dich zu meinem nächsten und für dich sicher etwas interessanten Video, weil ich gleich zu Anfang dir ein Rätsel näher bringe oder eine Aufgabe, wo du dich in deiner augenblicklichen Situation etwas näher kennenlernen kannst, was im Augenblick vielleicht gerade dein Thema oder deine Lernaufgabe ist. Und das geht folgendermaßen. Was kommt dir spontan in den Sinn? Welches Tier kommt dir spontan in den Sinn, wenn du eines nennen sollst, das auf dem Land lebt, auf der Erde lebt? Ein Tier, das in der Luft lebt und ein Tier, das im Wasser lebt. Land, Luft, Wasser. Was kommt dir da gleich mal in den Sinn? Bei mir war es zu Lande die Katze, dann kam der Milan und dann der Wal. In diesem Video möchte ich auch etwas näher auf die Katzen eingehen. Die Katzen channeln. Warum sind sie denn hier? Was wollen sie uns vermitteln oder sagen? Wobei Katzen nicht viel reden. Die geben Befehle. So, und das und das. Mehr ist da nicht zu sagen. Tiere allgemein reden sowieso mehr über Bilder und Gefühle oder hauptsächlich nur über Bilder und Gefühle. Wobei ich eine liebevolle Quasseltante kennengelernt habe, eine Zeit lang begleiten durfte, und das war die Melo. Also die Melo war sehr gesprächig. Die hat wirklich viel geredet. Das kommt selten vor, weil Tiere meist über Gefühle, Bilder und natürlich Körperhaltung kommunizieren. Und bei den Katzen ist es so, ich channele jetzt nicht den Herrn Max, nur ihn, sondern allgemein, also die Katzen an sich. Und das Channeling, das du gewohnt bist, das folgt dann schon noch im Anschluss, weil es gibt da eben nicht so viel zu channeln. Katzen, so sagt man mir jetzt gerade, sind auch auf der Erde, um uns die Selbstständigkeit, selbstständig sein beizubringen oder wieder näher zu bringen, selbstständig sein. Also nicht selbstständig sein auf Beruf, sondern selbst ständig sein. Das finde ich jetzt interessant, ja? Okay, selbstständig sein, dafür sind die Katzen da. Dann Aktivität und passiv sein. Wenn eine Katze Mäuse fängt oder wenn sie mit einer anderen Katze streitet, da fliegen dann schon die Fetzen. Da sind sie dann voll aktiv, voll dabei. Aber was kommt nach der Aktivität? Die Pause, das Entspannen. Und das dürfen wir Menschen wieder lernen. Aktiv sein und passiv sein, weil die Ruhe, die ist einfach wichtig. Es geht nicht darum, ständig irgendwo irgendetwas hinterherzusetzen. Versprecher haben immer so seine Wahrheit. Also hinterher zu hetzen oder etwas erreichen wollen oder vor etwas davonlaufen. Angst zum Beispiel. Katzen sind enorm in ihrem Gleichsinn von größter Wichtigkeit und Bedeutung. Durch ihre Sanftheit, die, wie sie auf die Erde treten, mit ihren Pfoten und ihren feinen Sinnen, bringen sie euch Menschen auch bei, gewisse Energien wieder zu erfühlen
und gewisses Neues zu erdenken, lernen mit Gedanken einen anderen Umfang zu erreichen. Katzen zeigen dir unter anderem auch, woher sie kommen, weil es oft der Wunsch der Menschen ist, woher der Mensch stammt, woher sein Ursprung ist. Die Katzen wissen es, sie führen und leiten dich dahin. Wenn du einer Katze begegnest, dann schau ihr nicht in die Augen, sondern schau den ganzen Körper und ihre ganze Aura an. Sie erzählen dir viel über den Schwanz, wie es ihnen geht, wie sie sich gerade fühlen. Katzen sind es gewohnt, mit ihren Gefühlen zu kommunizieren, auf ihre Gefühle einzugehen, sie anzunehmen. Und sie gehen in ihrer Hungerform ganz anders damit um als die Menschen. In ihrer Hungerform, wie gehen wir Menschen mit Hunger um? Ja, Katzen sind natürlich Raubtiere, die holen sich etwas, wenn sie etwas brauchen. Und wir Menschen holen uns etwas, wenn uns langweilig ist. Natürlich auch, wenn wir Hunger haben. Wir haben ständig immer etwas zu essen bei uns. Und da möchte ich gerade auch noch kurz auf ein Thema eingehen, die Lebensmittelknappheit. Werden wir hungern müssen, jetzt wo gewisse Firmen vielleicht nicht nachliefern können, gewisses Gemüse mal nicht lieferbar ist, weil eben Corona das eine oder andere nicht ermöglicht? Eine gewisse Vorratshaltung ist absolut sinnvoll. Also wir haben eben die Vorratshaltung, die wir immer schon hatten, dass ich nicht jeden Tag einkaufen muss. Wenn es aber gut ist, wenn es dich beruhigt, dann schaff dir das eine oder andere an, aber denk daran, dass auch der, der dann nach dir ins Geschäft kommt, auch noch etwas benötigt. Es gibt auch so gute, wie sagt man, Lebensmittelpakete, die man kaufen kann, die wirklich eine Zeit lang halten. Vielleicht das mal so als Tipp. Aber Werner und ich, dann kaufe ich halt mal kein Gemüse ein oder nicht das Gemüse, was ich gewohnt bin, weil der Körper auch gewisse Vorratshaltung in sich hat. Also der kann locker mal einen Monat ohne Gemüse auskommen oder ohne Apfel oder ohne bestimmtes, was weiß ich, was ich benötigen. Denn dann dürfen wir Menschen lernen, das zu nehmen, was uns die Natur gerade bietet. Die Katze ebenso. Die nimmt das, was die Natur gerade bietet oder das Herrchen ihr gibt oder das Frauchen. Mir heißt es so schön, Katzen haben Personal. Und die wissen schon, wie sie zu ihrem kommen. Ich möchte jetzt das Channeling machen und im Channeling geht die geistige Welt auch noch auf Katzen ein und im nächsten Video kommen dann die Pferde dran und die Hunde und die Schweine möchte ich auch noch und dann schauen wir mal, was es sich ergibt, was sich so ergibt. Dann bis gleich. Tschüss. Lee, ich bin. Aus dem All-Einen, was ist, ich bin. Lee bedeutet ausgesprochen Licht. Begrüße ich dich, immer mehr du selbst dich kennenlernst. Vermagst, dich zu spüren, zu erkennen,
wer du in Wirklichkeit bist. Es braucht einen Weg, es braucht eine gewisse Zeit, bis dass du gewisse Stationen von dir selbst kennengelernt hast, bis dass du da ankommst, wo du hin magst, wo du erkennen kannst, wer du in Wirklichkeit bist. Seele hat einen enormen Aufschwung erlangt in den letzten Wochen, Monaten. Seele ganz eine andere Energiekraft erhalten hat durch dein Hiersein auf der Erde. Sie ist diejenige, die an Bedeutung zunimmt und dich führt und leitet, wenn du magst, du sie vermagst, zu spüren und der eine oder andere sogar zu hören. Seele arbeitet jedoch stets in Form und mit Bildern. Menschen, die das Wasser lieben, sind Seelenmenschen. Menschen, die das Wasser nicht so gerne mögen, mögen es aber in Form von Trinken. Denn ohne diesem kann dein Körper nicht. Dein Körper kann auch ohne Seele nicht sein. Wasser ist das Element der Seele. So auch die Katzen, die Seele berühren. Die Menschen, die keine Katzen mögen, sind sie deswegen seelenlos? Absolut nicht. Sie haben eine vollkommen andere Aufgabe, einen vollkommen anderen Zugang, als wie du ihn hast, wenn du Katzen magst. Es gibt kein richtig oder falsch, sondern nur ein sowohl als auch. So viele Menschen formen es auf dieser Erde gibt, so viele Charaktere, so viele Kräfte, so viele medialen Fähigkeiten, so viel Verschiedenstes gibt es. Dies ist nur ein Hinweis. Katzen berühren die Seele. So auch Sandra die Seele sehen kann. Sie jeden Menschen lieben kann, weil sie die Seele sieht, weil sie die Seele fühlt, weil sie weiß, wer der Mensch in Wirklichkeit ist. Es geht nicht darum, einen Menschen in der Handlung oder in der Wortwahl, die er sagt, zu lieben und zu mögen oder wer er ist, sondern wer er ausmacht in ihm ist. Verstehst du? Auf diese Art und Weise kannst du jeden Menschen mögen, lieben, brauchst du den Menschen nicht in Form, was er sagt, handelt, ist, tut. Verstehst du? Auch dafür sind die Katzen da, dafür ist jedes Tier da, die bedingungslose Liebe. Komatei, entisei, entisei, oya, arrivere, teriesh, entisei, keiam. Aletei, entisoi, entivai, meies, unkimare, tariet, entishoi, aidam. So nun denn meinerseits alles Wichtige erzählt. Und ein weiteres Channeling mit einer vollkommen anderen Frequenz nun folgen wird. Vajus sohe. Danke, danke dir. Okay. Wurde mir gerade gesagt, kommt noch ein Channeling. Ich lüfte gerade mal kurz durch und dann mache ich das nächste Channeling. Bis gleich. Kurz gelüftet, aber wirklich kurz. Es hatte heute Morgen minus 6 Grad, bisschen frisch und im Moment schneit es und es ist so schön still. Ich bin bereit für das nächste Channeling. Ich habe mir hierfür wieder meinen Bergkristall geholt, weil es eine ganz andere Energie ist. Du wirst ihn gleich erkennen können. Er wird sich dir auch vorstellen. Gut.
Einer der aufgestiegene Meister, ich bin Saint-Germain genannt, werde ich in dieser Transformation, in der du jetzt bist, begrüße ich dich. Es mag sein, dass es im Augenblick nicht gerade einfach ist für dich, weil du nicht erkennen kannst, was dein nächster Schritt ist oder auf welchem Weg du überhaupt gehst. Doch glaube mir, du erkennst immer mehr, weil die Seele mehr in den Vordergrund kommt, weil du Zeit für dich gewonnen hast, erkennen konntest, wie Ruhe sich anfühlt, Pausen sich anfühlt. Natürlich bist du der einen oder anderen Unterbewusstseinsangst begegnet oder gewisse Symptome dein Körper dir aufzeigen konnte, jetzt in dieser Zeit, wo du vielleicht nicht einordnen konntest, dir etwas Angst bereitet hat. Doch je mehr du dich mit deinem Körper beschäftigst, er dir mehr über sich erzählen kann und du dadurch darauf eingehen kannst und Verschiedenstes zu verändern vermagst. Du hast es in der Hand. Du kannst es steuern und lenken. Dein Leben, deine Körperfunktionen, deine Gedanken, dein Gewicht, deine Hobbys, deine Lebensaufgabe. Lässt sich so leicht erzählen, nicht wahr? Jemand spricht da jetzt gerade enorm dagegen, was ich ausgesprochen habe. Hörst du diese Stimme in deinem Kopf? Höre ihr zu, schenke ihr Aufmerksamkeit, lausche, was sie dir erzählt, doch erkenne, dass du nicht diese Gedanken bist. Ich bin einer der aufgestiegenen Meister und Herr der Transformation, Herr des violetten Lichts. Frau, wo ist Frau? Frau sein in dieser jetzigen Zeit mag ebenso eine Herausforderung sein. Herausforderung sein. Weil der Herr, der Mann, da oder dort noch die Hand über das eine oder andere hat. Und doch ist die Emanzipation absolut im Vordergrund und am Kommen. Und doch ist da in Frau noch gewisse Scham vorhanden, noch gewisses Denken in Form von ich muss dem Mann dienen und so weiter. Doch je mehr ich dieses anspreche, umso mehr verändert sich. Je mehr du dich veränderst, umso mehr veränderst du das ganze Volk, da wo du lebst. Allein wenn du einen Schritt tust, allein wenn du dich etwas veränderst, setzt dieses Etwas im System frei und andere dürfen daran teilhaben, denn ihr Menschen werdet neu verbunden. Die Menschen brauchen neue Verbindungen, um ihre eigenen in sich wohnenden Freiheit zu erleben, Verbindungen zu neuen Energien, geistigen Wesen, Verbindung zu dir selbst. All dieses war immer schon da, doch es auch erkennen können, ist eine Herausforderung noch für den einen oder anderen. Doch es gelingt. In der Transformation, in der du jetzt gerade bist, sie kann dir Erleichterung bringen. Wenn du mit violettem Licht arbeitest, dir vorstellst, dass du unter einer violetten Dusche dich befindest, dich reinigst. Denn alles ist stets Veränderung. Nichts ist fix. Nichts ist fest. Und je mehr du dich dem Flow, dem Fluss des Lebens hingeben kannst, allein wenn du dich entscheidest, es zu tun, bewirkt das schon etwas in dir. Denn der Mensch macht stets Rückschritte. Weil er vielleicht etwas übersehen hat, doch rügen deswegen brauchst du dich nicht oder gar denken, du hättest etwas falsch gemacht oder du bist nicht vorangekommen in deinem Leben, jetzt bist du wieder da, wo du früher gewesen bist, musst noch einmal dieses Thema anschauen, wieder diese Krankheit durchlaufen, weil du etwas übersehen hast. Das Leben ist ein Spiel. Das Leben kann nicht gewonnen werden.
Es geht darum, wie du mit dem Leben umgehst, wie du das Leben lebst. Du entscheidest. Und ihr Menschen lernt immer mehr, das Zepter in die Hand zu nehmen. Es gibt wunderbare Männer, die das Feminine in sich leben und die Frau berühren und beachten als das, was sie ist. Auch die Frauen haben immer mehr einen vollkommen anderen Umgang mit den Männern. Die Geschlechtlichkeit verändert sich, auch wenn du als Frau einen Chef hast, der narzisstisch veranlagt ist. Kannst du immer mehr anders mit ihm umgehen, denn auch in ihm steckt eine Seele. Ich bin einst auf der Erde gewesen, selbst auch als Mann. Lange Zeit, über 800 Jahre, habe viel gelernt von meinen Spiegelbildern, den anderen Menschen. Kennst du dein Lebensziel? Ich spreche hier nicht die Ziele als Mensch an, dass du etwas erreichen möchtest, sondern Leben. Sandras Lebensziel ist Bewusstsein entwickeln. Bewusstsein, ständig bewusst sein. Was ist das deine? Meines ging um Magie, um Frequenz des All-Einen. Ich habe ständig meinen Körper verändert. Ich habe ständig meinen Platz, Ort, wo ich gelebt habe, verändert. Wäre ich lange an einem Platz geblieben, wäre aufgefallen, wie alt ich bin. Und nicht nur ich, sondern auch Quan Yin ist eine der aufgestiegenen Meisterinnen, die ihr Menschen kennt, die ein gewisses Alter erreicht hat. Und es gibt viele andere Menschen, die jetzt auch auf der Erde sind und über 100 Jahre alt sind. Das ist nichts mehr Besonderes. Ihr Menschen werdet älter und es gibt auch viele aufgestiegene Meister jetzt auf dieser Erde, die als Mensch sich dir zeigen, aber wirklich über 500 oder 600 Jahre schon auf der Erde sind. Magst du einen sehen? Willst du einen erkennen? Er wird dir auf der Straße begegnen und dir in die Augen schauen und du wirst sehen, wissen, dass er so jemand ist. Unscheinbar sind die aufgestiegenen Meister jetzt auf der Erde und sichtbar für dich durch die Augen. Vayosohe, danke, danke dir, danke schön.